Jo, da wären wir wieder. Das Ding wird nach und nach gebaut. Stahl ist nur noch Mangelware. Ich könnte das Thema Stahl forcieren, aber will ich nicht. Ich will nicht der Ungeduld nachgeben. Hier laufen jetzt die Königin auf und lässt die Liege. Spricht jetzt was dagegen, mit den Türmen rum zu experimentieren? Ja, die Forschung ist noch nicht fertig. Ja, das ist doch doof. Okay. Atme tief durch. Geh in dich. Was könnte... Oh nein. Geh in dich und überleg, was du machen könntest. Und mir ist sofort was eingefallen. Aber ich will es nicht machen. Es ist das Tungsten. Aber ja, komm, beiß in den sauren Apfel. Es gibt Dinge, die müssen getan werden. Ich baue jetzt Tungsten. Also, Tungsten da. Braucht 3600 Grad. Dafür nehme ich eine neue Anlage. Und zwar nehme ich die Anlage wohin? Ich würde sie gerne von hier abzwacken lassen, einfach in die Richtung. Und der Platz sollte hoffentlich reichen. Er wird niemals reichen. Nee. Das kann echt nicht angehen. Wir haben... Was? Spinnennetz sieht inzwischen cool aus. Wir haben so viel Platz und doch haben wir nicht genug Platz für manche Projekte. Das ist der Hammer. Na gut, ich teste es einfach mal. Also ich brauche viel, viel mehr von denen... Von denen da, von den Liquid-Händlern. Dann brauche ich blaue Kisten. Dafür brauche ich Stahl, weil ich wahrscheinlich nicht habe. Aber ich brauche die Kisten trotzdem. Wow. Brauche die Kisten trotzdem. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Haben wir die Kistenkiste? Die haben wir bestimmt. Ja, haben wir. Auf ein Stack reduziert. Es gab übrigens jetzt schon mehrfach den Hinweis, dass man noch kleiner gehen kann als ein Slot bei den passiven Provider-Chests. Oder allgemein, wenn man Kisten begrenzt. Indem man nicht einfach Fast-Inserter benutzt, sondern intelligente Inserter. Die sind auch schnell und den könnte man dann sagen, leg nur in die Truhe rein, wenn weniger als 2 drin sind. Ja, das müsste richtig sein. Und den könnte man wirklich sagen, dass nur 2 davon hier vorrätig gehalten werden. Das könnte ich mal testen. Du nimmst bitte raus. Blaue Kisten. Logistic Condition ist blaue Kisten. Ne, warte mal, das ist jetzt das Logistiknetzwerk. Wenn blaue Kisten unter 10 sind. Das heißt, er guckt jetzt in das Logistiknetzwerk und wenn da keine blauen Kisten vorhanden sind oder unter 10 vorhanden sind, nur dann nimmt er hier eine raus. Mal schauen. Das ganze System ist eh vermurkst, weil wir nicht genug Stahl haben. Aber das ist okay. Meine Liquid-Händler sind am Arbeiten, aber ich kann schon mal anfangen. Also, es fängt an mit 1400er... Denk dir. 1400er Lava. Die kommt raus... Kommt hier. Kann ich nicht einfach alle in Reihe schalten? Ja, kann ich. Ups. Das war nicht. Oh, warte mal. Vielleicht haben wir davon noch welche über. Mach das mal und guck mal, ob Roboter angeflogen kommen. So, du machst bitte 1400 zu 1600. Die brauchen jeweils auch eine Kiste mit Kohle und Stein. Dann machst du, ich weiß nicht, ob das direkt hinten ran geht, aber ich probiere es einfach mal. Dann machst du bitte aus 1600er, 1800er, du machst aus 1800er, 2000er, du machst aus 2000er, 2200er und so geht das immer weiter. 2400er, 2600er. So. Gucken wir erstmal, ob es so weit geht. Die Flamme hier sieht anders aus. Das wird auch irgendwas zu bedeuten haben. Also vielleicht ab hier besondere Metallgruppe oder irgendwas in der Richtung. Müssen wir dann gucken. Du gehst bitte wieder da unten hin. So. Kiste
Siehst du? Ihr hättet gerne alle Kohle und Stein. Jeweils sagen wir mal 50. Schiff rechts, links, 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 links. Und dann tue ich da einfach ein stinknormales Ohr rein und guck, was passiert. Hier ist ein Stein. So, 1600er kommt. Kommt. 1800er. Kommt. Also man kann die richtig schön in Reihe schalten. Das ist irre praktisch. Und anscheinend haben wir keine Liquid Handler im System. Wir hatten einen im System. Ich denke, so viele brauchen wir gar nicht mehr. Weg, 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 weg. Wir waren nämlich schon bei 2600. Kommt noch 800. 3000. Oh, hier brauchen wir Carbon. 3000 stimmt eigentlich. Hier brauchen wir gar keinen. Ja, doch, Stein brauchen wir noch. Kein Kupfer. Stein und... Wo ist Carbon? Übersehe ich das gerade? Ditec Intermediaries. Was bist du? Achso. Der Lasertank. Der war die ganze Zeit doch nicht da. Her damit. Was? Achso. Ja, ich kann ihn im Logistiksystem anfordern, aber ich kann ihn immer noch nicht bauen. Das ist alles doof. Carbon, wo versteckst du dich? Das sind die Fuel Blocks? Hier ist kein Carbon. Carbon ist nur klein, grau und frisselig. Kein Carbon, kein Carbon. Das ist Bone Charcoal, Rubber. Nee, 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 nee. Au. Ja, hier. Gut. Carbon 50. Ich bin das Kupferzeug. So, das heißt Rechtsklick, links, links. Die brauchen jetzt nämlich alle Carbon, die hier nachfolgend sind. Dann hätte ich gerne noch mehr Kisten. Und hätte dich schon mal ganz gerne eingestellt auf 3400 und dich eingestellt auf 3600. Die können alle weg. Und hier hinter hätten wir jetzt Lava, die heiß genug ist für Tungsten. Also, ne? Platztechnisch doch nicht so wirklich das Problem. Was ja schon mal gut ist. Schiff rechts, Schiff links, Schiff links, Schiff links. Bis wo seid ihr inzwischen schon? Bis hier. Okay. Hier ist Stein. Ämpchen, Ämpchen, Ämpchen. Strom. Sieht gut aus. Dann kann ich ja weiter tüfteln. Ich hätte gerne... Kisten? Bring mir bitte 80 blaue Kisten. Nein. Gib mir bitte... 20. 20 blaue Kisten ist realistisch. Nimm, 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 nimm. Und wir sind schon hier... Okay, was wäre denn der nächste Schritt? Wir bräuchten eine Foundry. Nee, das ist keine Foundry, das ist ein Blast Furnace. Bitte gib mir ein Blast Furnace, denn wir haben garantiert davon welche auf Vorrat. Ditec Machines. Dass das so unterschiedlich sortiert, das irritiert mich echt. Genau. Hier ist es unter Production. Wenn ich es aber selber baue, ist es unter Ditec Maschinen. Das ist noch nicht ganz einheitlich, aber wird hoffentlich dann auch mit Ditec 2.0 gefixt. So, Kisten kamen angeflogen. Ärmchen kommen hier hin. Shift rechts, Shift links, Shift links. Ihr braucht doch auch alle nur ganz normal Carbon und Stein. Carbon und Stein. Jo, goodi. Brutzel. Alles gut. Ich hätte gerne 100 Blast Furnace. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Einer würde mir erstmal reichen. Haben wir noch freie Roboter? Ja, 1000 Roboter haben nichts zu tun. Ich sollte die Kiste oben wieder zu einer lila Kiste machen. Einfach nur so vor Lols. Also nein, es hat ja eine richtige Funktion. Es soll ja alles ausgelagert werden, damit ich das Ärmchen da wegknipsen kann. Wir haben jetzt aber erst 34.000 Kohle im System. Ich hätte gerne einen richtig großen Puffer, bevor ich das dazu mache.
sodass wir genug Kohle haben bis zu unserem Sieg über dieses Level. Das soll übrigens auch noch kommen bei 2.0. Ne, Quatsch, nicht bei 2.0 Deichtech, sondern bei den nächsten stabilen Versionen von Vanilla. Ein richtiges Ende. Mit Raumschiff bauen und Raumbasen bauen und dann wegfliegen und alles verkaufen, was man hat, um stinkreich zu werden und dann ein Leben in Saus und Braus zu haben. Das war deren geplantes Ende bisher. Also, sie haben auch gesagt, wir haben es absichtlich nicht so gemacht, dass es so ein typisches Heldenende ist. Sondern es geht ums Geld. Aber trotzdem finde ich das ein bisschen flach, einfach denn mit dem Raumschiff, nachdem man hier jahrelang auf dem Planeten gehaust ist, wegzufahren, denn Sachen zu verkaufen und einfach nur reich zu sein. Ich meine, wenn ich der kleine Typ hier in dem orangen Anzug wäre, erstmal wäre ich total angefressen, dass ich den ganzen Tag hier rumlaufen muss und Sachen schleppen. Und ja, ich würde auch recht viel Kram verkaufen später mit meinem totalen Hightech-Raumschiff. Aber dann würde ich doch mehr wollen in meinem Leben, als einfach nur in der Badewanne zu sitzen und Champagner zu schlürfen. Weiß nicht, dann würde ich doch die ganze Weltherrschaft an mich reißen wollen oder Galaxisherrschaft oder irgendwas in der Richtung. Aber vielleicht bin das nur ich. Haben wir inzwischen ein Blast Furnace? Was? Nein, haben wir nicht? Wie jetzt? Ihr wollt mich doch etwa zwingen, Blast Furnace zu bauen. Ich habe keinen... wir haben keinen Sand für Blast Furnace. Aber trotzdem müssten doch eigentlich noch die Altlasten da sein. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber na gut. Ich nehme jetzt... Da hinten ist Sand. Ich wollte gerade sagen, wir haben gar keinen Sand mehr, oder? Doch, haben wir. Wusel, wusel, wusel. Wusel, 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 wusel. Da. Gib mir ein Stack Sand. Bau ein Blast Furnace. Lass mich hier durch, lass mich hier durch. Das macht die Schlacke. Schlacke ist wieder fast voll, weil das hier alles nicht abtransportiert wird. Wieso? Wieso wird das nicht verbraucht? Oh. Lass mal alles mit. Das schmeiße ich dann ins System und dann kann das eingeschmolzen werden. Wir müssen Landfill verbrauchen. Also es wurde auch schon mehr von den Kommentaren vorgeschlagen. Mach doch einfach eine riesige Insel hier in dem See. Und baue da überall Solarpanels und was weiß ich hin. War ich anfangs gegen. Aber anscheinend brauchen wir echt dermaßen viel Platz. Und wir müssen dermaßen viel Landfill verballern, dass das eine echte Option wird.